Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir spielen mal wieder eine kleine Runde Scrap Mechanic. Wir sind hier in der Welt mit dem Haus und dem Cabrio, die habe ich euch ja irgendwann schon mal gezeigt vor ein paar Folgen. Aber in der Zwischenzeit hat es ein Update gegeben, von dem wir auch schon fleißig Gebrauch gemacht haben. Damit ist nämlich diese Paintgun hier ins Spiel gekommen und damit habe ich mich ein bisschen ausgetobt und noch ein paar andere Details angebracht und es könnte sein, eventuell, dass ich es ein klitzekleines bisschen übertrieben habe. Was sehen wir von außen? Wir machen einfach mal einen kleinen Rundgang. Von außen sehen wir, es sind ein paar Farben dazugekommen. Wir haben unser eigenes kleines Windkraftwerk. Ansonsten technisch hat sich hier von weitem betrachtet erstmal nicht viel getan. Hier hinten das gleiche Spiel, hier ist nach wie vor nichts. Hier von der Seite sehen wir, ja, hier ist ein lustiger kleiner Kasten dazugekommen. Was es damit auf sich hat, sehen wir uns gleich an. Der Schornstein ist ein bisschen höher und ihr seht, ich habe hier oben ein paar Funkantennen draufgestellt. Wenn man hier nämlich einer der letzten Überlebenden einer Apokalypse ist oder in einer postapokalyptischen Welt lebt, dann kann es vielleicht ganz sinnvoll sein, Kontakt mit anderen Leuten aufzunehmen. Dazu aber auch später mehr. Ich habe übrigens auch Kommentare bekommen, die da sagten, einer sagte zum Beispiel einfach, nichts ist sicher, ein anderer sagte, in der Apokalypse heißt Weltuntergang, beim Weltuntergang ist nichts sicher. Aber ich würde sagen, wir orientieren uns vielleicht lieber an irgendeiner, sagen wir mal, postapokalyptischen Welt. Postapokalypse heißt ja, dass nach der Apokalypse noch irgendetwas sein muss. Soweit, so gut schon mal. Und ja, betrachten wir die Apokalypse einfach als, sagen wir mal, Neuordnung durch eine Katastrophe. Und für so einen Fall kann man sich ja durchaus absichern oder eben nach der Katastrophe, nach dem Atomkrieg, nach dem Meteoriten oder welches Szenario auch immer wir uns vorstellen wollen. Danach kann man sich ja sicherlich nochmal eine Bude aufbauen, die dann auch schön dunkel lasieren, damit es ein bisschen wetterbeständig ist. Und das Ganze dann auch so verschließbar machen, dass man in diesem, sagen wir mal, verstrahlten Gebiet, nur um mal bei dem Szenario Atomschlag zu bleiben, um da sich so ein bisschen abzusichern. Und ich meine, das mit dem Atomschlag ist sicherlich gar nicht mal so weit hergeholt. Ich meine, wir spielen hier einen Gnom. Und hinterm Haus wächst gigantomanischer Übermais, da hinten nämlich. Also ich sag mal, das Szenario ist gar nicht mal so weit weg. So, wir gehen einfach mal rein. Ach ja, genau, und hier die Treppe ist noch dazugekommen. Das Windrad ist über ein Kabel verbunden mit dem Haus. Das funktioniert auch, das gucken wir uns gleich mal an. Wir gehen aber erstmal rein. So, hier hat sich ein bisschen was getan. Hier sind nämlich Türen hinzugekommen, die ich das letzte Mal noch nicht gebaut hatte. Und wir haben hier drin Licht. Gut, das Licht wird nicht richtig berechnet, tatsächlich sitzen wir immer noch im Schatten, soweit so klar. Aber wir haben immerhin Lampen, das ist ja auch schon mal was. Hier hinten kommen wir nicht mehr direkt nach draußen, sondern das hier ist der Kasten, den ich euch eben gezeigt habe. Das hier ist unsere Luftschleuse, jetzt können wir hier öffnen und kommen hier nach draußen. Hier außen rum laufen natürlich noch so ein paar Schläuche und Anlagen. Hier ist ein direkter Luftfilter, das Ganze läuft hier in die Wand hinein, läuft dann da hinten in den Heiz- und Kontrollraum, den ich euch das letzte Mal gezeigt habe. Da ist ja auch die Luftaufbereitungsanlage. Ist also alles hier so ein bisschen verbunden. Das Ganze geht auf einen Kommentar zurück von, ich habe es mir aufgeschrieben, ich muss es aber gerade erstmal in einer Textdatei raussuchen, die sich gerade erstmal neu aufbauen muss. Ja, danke dafür. So, haben wir das. Da muss ich ja mal gerade ganz kurz gucken. Sekunde kurz. Ich weiß, ihr seht jetzt im Moment nur das Menü, während ich hier durchscrolle. Das tut mir auch leid, aber da müssen wir jetzt mal gerade kurz durch. Genau, ein Kanal namens Tim Cedric Birkner wollte das warm Haus weiterbauen. Ist auch nur einer von vielen. Also ich glaube, ich habe jetzt nicht alle Namen rausgeschrieben, nicht alle Namen erwischt, die hier was dazu geschrieben haben. Elias Gamer 22 zum Beispiel wollte das Haus zum Download freigeben. Das wird natürlich passieren zusammen mit dieser Folge. Und hier, Maurice Julien wollte eine Luftschleuse fürs Haus. Und genau die habe ich hier gebaut. Eine Luftschleuse. Wir öffnen die äußere Tür, wir gehen rein, wir lassen die Luftreiniger bzw. diesen Luftaustausch hier stattfinden, öffnen dann erst die Tür zum Haus und zack, sind wir nochmal ein ganzes Stück sicherer. So, ich würde sagen, wir gehen mal in den Wohnbereich. Erinnert euch, ich hatte ja gesagt, hier war ziemlich viel freier Raum, Lampe ist dazugekommen. Und da hatte ich gesagt, ja, da baue ich vielleicht noch einen Billardtisch rein oder sowas. Naja, was soll ich sagen? Ich hab's getan. Okay, ich hab's getan. Hier ist unser Billardtisch, so sieht er aus. Hat sogar Löcher hier. Einziger Designfehler, die Kugeln, mit denen man hier trifft, die fallen einfach hier durch auf den Boden, weil ich hier kein richtiges Rohrsystem mehr drunter bauen konnte, nachdem das Teil hier schon stand.
Aber abgesehen davon bin ich ganz zufrieden damit. Ich meine, ist jetzt nichts allzu Besonderes, aber ist halt ein Billardtisch, ne? Das Regal hier ist blau geworden, genauso wie auch die Einrichtung. Ich habe versucht, hier so das ein oder andere Thema einzubauen. Hier oben die Lampen sind im gleichen Blau gehalten. Hier die Küche hat eine Beleuchtungszeile bekommen. Ansonsten, habe ich hier noch irgendwas geändert? Nee, ne? Ich glaube, selbst der Kühlschrank ist noch genauso befüllt, wie es vorher war. Jawohl, ist er. Daran habe ich also nichts geändert. Die Fliesen sind weißer als zuvor, kann man hier schon beim Paint-Tool sehen. So sehen die vorher aus, so sehen sie jetzt aus. Hier hinten ist ein kleines Regal dazugekommen. Stellt euch da einfach so ein billiges Schwerlastregal aus dem Baumarkt vor, irgendwie sowas. Und wir gehen mal hier hinten in den Dangerraum. Eine einfache Arbeitsleuchte an der Wand, noch eine einfache Arbeitsleuchte an der Wand. Hier die ganze Heizanlage, nenne ich es mal, ist ein bisschen entrotet worden. Ich habe mich einfach für ein simples metallisches Grau entschieden für die Röhren. Und die ganze Anlage dann blau angepinselt. Hier hinten die Röhren sind rot geworden. Ansonsten ist der Raum hier genauso, wie er vorher war. Auch die Tür und so weiter, alles genau gleich. Wir gehen weiter ins Bad. So. Die Tür hier musste ich umdrehen. Die hat ja eigentlich an einem Bearing hier sich in diese Richtung, in Richtung des Waschbeckens geöffnet. Das Problem ist, beim Laden hat die erstmal, wenn sich alles ausrichtet, so einen Schwung hier gegen das Waschbecken bekommen, dass die sich da drin verbuggt und verkantet hat. Deswegen habe ich gedacht, um da vorzubeugen, drehe ich die Tür einfach um und lasse sie in die andere Richtung öffnen. Das ist in dem Fall auf jeden Fall sinnvoller. Wir haben hier einen zweiten Wasserhahn, um die Temperatur an der Dusche einzustellen. Und ansonsten habe ich hier, glaube ich, nur Sachen eingefärbt und Lampen eingefügt. Genau, und hier ist ein Spiegel dazu gekommen. Natürlich sehr gut beleuchtet. Höhe ist vielleicht ein bisschen ungünstig, ja. Gebe ich zu, aber ich meine, wir sind ja variabel, nicht wahr? Dann bauen wir hier einfach einen kleinen, stellen wir uns hier einfach einen kleinen Hocker hin. Und dann funktioniert das schon. So. Den müssen wir danach natürlich wieder wegräumen. Denn sonst kommen wir natürlich nicht mehr durch die Tür raus. Um uns das andere Bad anzusehen. Hier ist auch alles beim Alten. Wir haben auch hier eine einfache Arbeitsleuchte an der Wand. Alles ein bisschen bläulicher geworden. Alles ein bisschen einheitlicher geworden. Finde ich, sieht dadurch jetzt auch, naja, nicht wirklich hübsch aus. Ich meine, in dem Raum ist nicht wirklich viel zu sehen, aber es sieht ein bisschen angenehmer aus als vorher. Bild ich mir zumindest ein. Hier haben wir immer noch die Schaltzentrale. Denn wir erinnern uns, diese Schalter hier sorgen dafür, dass wir die Schotten dicht machen können. Oder wahlweise auch die Iren oder die Briten oder was auch immer. Na, bleiben wir mal bei den Schotten. Mal keine Tradition brechen hier. Und dieser Schaltraum, der hat noch ein paar zusätzliche Controller bekommen. Ich zeige euch das mal kurz. Hier in der Ecke sind zwei dazugekommen. Damit steuere ich diese Tür hier. Und ich habe auch hier oben im Haus noch ein paar zusätzliche Controller gesetzt. Denn das eine möchte ich euch mal gerade als Tipp mitgeben. Alle Controller in einem großen Schaltraum zusammenzuführen und dann quasi einen großen Kontrollraum zu haben, in dem alles passiert, klingt im ersten Moment wie eine ziemlich geile Idee. Aber wenn ihr anfangt und einzelne Controller raussuchen wollt, um gewisse Dinge zu verändern, oder wenn ihr durchs halbe Haus rennen müsst, weil ihr die Kabel nicht weit genug ziehen könnt, dann merkt ihr irgendwann doch, die Idee war vielleicht nicht ganz so geil. Deswegen meine Empfehlung für euch, streut die Controller, baut sie irgendwo in die Nähe der Bearings, die ihr tatsächlich ansteuern wollt. Übrigens hier hinten die Kühltruhen, auch unverändert. Einziger Unterschied zu vorher ist, ich habe hier eine Lampe eingebaut. Der Schalter ist immer noch ein bisschen ungünstig da oben, das gebe ich zu, aber er ist erreichbar. Hier ist auch eine Lampe drin, bisschen zugebaut, aber sie ist da. Und wir gehen mal nach oben. Hier hinten die Spinde sind genauso geblieben, wie sie waren. Hier oben sehen wir schon, ist eine Lampe dazugekommen und nicht nur die, wir haben hier hinten in der Ecke ein bisschen Beleuchtung, hier jeweils ein bisschen Beleuchtung, kleinen Tisch in der Ecke, ich weiß auch nicht, ich wollte irgendwas in die Ecke stellen und diesen ganzen Krempel, die habe ich hier nur hingebaut, weil, ich meine von der Luft her haben wir ja, gut hier in dem Raum haben wir sonst nichts, aber wir haben hier einen Durchgang und oben drin haben wir ja noch Gebläse. Aber ich musste ein paar Controller unterbringen, habe ich ja schon gesagt, weil ich nicht alles hier unten anknüpfen wollte. Ihr seht, wie unübersichtlich das ist. Deswegen habe ich gedacht, die Türen, die ich hier eingebaut habe, die will ich gerne hier oben auch kontrollieren. Und damit hier nicht einfach irgendwelche Controller an der Wand hängen, ohne Sinn und Verstand, habe ich dann halt einfach hier noch ein bisschen Luftaufbereitungs-Zirkulationsgedönse an die Wand gebaumelt. So, wir gehen einfach mal hier ins Gästezimmer, war das hier, glaube ich, ne? Genau, das hier war das Gästezimmer. Auch hier ist ein bisschen Licht dazugekommen und ein bisschen Farbe. Das Regal hier hinten hat auch ein bisschen Licht und Farbe bekommen. Genauso auch hier hinten die Betten. Ich finde, das Beige vorher, das ist schon, ja, irgendwie
für manch eine Matratze bestimmt realistisch, aber ich weiß nicht, ich finde das Blau hier irgendwie bedeutend angenehmer. Hier hinten ist auch eine Lampe dazugekommen, der Safe nach wie vor ohne Funktion, das habe ich mir jetzt nicht auch noch angetan, das würde zu groß werden. Mal abgesehen davon, dass die Engine sowieso nicht allzu zufrieden ist, ich spiele hier gerade mit etwa 20 FPS, während wir uns hier durchs Haus bewegen, das ist nicht die Welt. So, und das hier waren die Primatgemächer, genau, weil ich ja so ein Primat bin, das passt eigentlich ganz gut. Ne, das hier sind die Privatgemächer des Hausherrn. Also aktuell, während ich hier spiele, bin ich das. Wenn ihr die Bude runtergeladen habt, könnt ihr euch hier natürlich einrichten, ist klar. Und hier hat sich ein bisschen was geändert. Wir haben ein paar Lampen, unter anderem auch diese Lampe hier, auf die bin ich schon ein bisschen stolz. Die ist zwar nicht wirklich der Rede wert von der Technik her, total simpel, aber ich finde, die sieht eigentlich ganz cool aus für den Raum hier. Hier hinten der Computer hat jetzt auch seinen eigenen Tower bekommen. Radio haben wir natürlich nach wie vor. Das Sofa sieht meiner Meinung nach deutlich besser aus, wenn das Beige weg ist. Das gleiche Spiel wie mit dem Bett drüben. Der Fernseher, ich mag die Reflexion dieser Balken. Ich habe ja hier diese Dinger, die Long I-Beams verwendet. Und original sehen die so aus. Und in Schwarz sehen die so aus. Da sieht man auch diese angedeutete Reflexion drauf. Ich finde, das kommt eigentlich sehr nice für einen ausgeschalteten Fernseher. Es hat was. Also mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Das Bett ist mir vorgeschlagen worden, vielleicht aufklappbar zu machen und einen Geheimgang drunter verstecken. Hätte man machen können, dann hätte ich aber hier drunter umbauen müssen, einen Teil des unteren Raumes abzwacken und so weiter und so fort. Das wäre mir dann zu viel geworden. Habe ich einfach so gelassen für den Moment. Und das hier ist unsere Funkstation. Ihr seht, hier ist ein Mikrofon, wir haben hier einen Knopf. Wir haben hier hinten auch noch so ein paar Schalter und Regler und hier noch so ein paar Anzeigen. Wir haben mehrere Lautsprecher, weil wir natürlich auf verschiedenen Frequenzen unterwegs sind, weil wir hier, keine Ahnung, Überlebende oder was auch immer in diesem Setting hier finden wollen. Und die Kabel laufen hier in diesen Schacht, in dem sich ja auch der Schornstein befindet, laufen hier mit dem Schornstein nach oben und oben auf dem Schornstein obendrauf gehen die sogar noch ein Stückchen weiter, um in die Gegend herauszustrahlen. So. Huch, nein, ich wollte nur einmal drücken. Wir gehen weiter nach oben. Denn auch hier oben hat sich eine Kleinigkeit getan. Wir haben Licht. Ja, das war es eigentlich schon. Ne, ich habe hier ein bisschen so ein paar Lampen angebracht. Ich habe hier so ein paar der Kisten umgefärbt und auch hier hinten so ein paar der Kartons und so weiter. Alles so ein bisschen in andere Farben gesetzt. Aber abgesehen davon ist es halt nach wie vor ein ungenutzter Raum, ein ungenutzter Lagerraum, wo man noch was weiß ich was alles hier hineinbauen könnte, wenn man denn wollte. Könnt ihr euch ja auch einrichten, wie ihr lustig seid. Für mich ist es einfach nur eine übergroße, eine überdimensionierte Rumpelkammer im Moment. Die Funktion mit den zuklappbaren Balkonen und so weiter haben wir natürlich nach wie vor. Alles keine Frage. So. Von hier aus können wir jetzt auch nochmal die Antennen sehen. Und der eine oder andere von euch mag sich jetzt vielleicht denken, okay, von da oben, das strahlt übers Dach hinaus, das ist soweit ganz gut. Aber wenn wir in diese Richtung strahlen, da kommen wir bestimmt ein ganzes Stück weit mit. Gar keine Frage. Aber wenn wir zum Beispiel da hinten hin strahlen, da sind ein paar Bäume im Weg, das könnte noch einigermaßen gehen. Aber da zum Beispiel ist ein dicker Berg im Weg. Was dahinter ist, kriegen wir nicht. Und in der anderen Richtung, da ist auch ein Hügel im Weg und was dahinter ist, könnte auch schon ein bisschen eng werden. Was macht man da? Na, ich in meinem Fall habe mich dafür entschieden, da drüben auf den Berg, das sieht man von hier aus jetzt sogar so einigermaßen, ich werde mal versuchen drauf zu zoomen, rechts neben dem Steuerkreuz, rechts neben dem Baum, der da ist, das ist unser Papagei. Den gucken wir uns nachher auch mal an. Da oben ist nämlich eine Sendestation, die unsere Signale empfängt und verstärkt auf anderen Frequenzen weitergibt und in die Welt hinausstrahlt. Gucken wir uns gleich alles noch an. Also wie gesagt, ich habe es wirklich ein bisschen übertrieben mit dieser Welt hier. Ich würde sagen, wir gehen mal hier raus, auf den Balkon. So, denn auch hier hat sich eine Kleinigkeit getan. Ihr seht, ich habe mich hier für ein kleines Vordach entschieden und ein bisschen Beleuchtung. Das helle Holz mit dem Rot, finde ich, sieht unheimlich edel aus. Abgesehen davon, die Bank gab es ja schon, mit dem Camp hier gab es auch schon. Und hier hinten, na komm, hier hinten um die Ecke, die Bank ist auch nach wie vor vorhanden. Hier haben wir auch ein bisschen Licht an der Wand, wieder so eine ganz einfache Arbeitsleuchte. Und was neu ist, das ist das hier. Zum einen, das hier ist die Sperre fürs Windrad. Wenn wir die lösen, dann seht ihr, offensichtlich haben wir so ein bisschen sowas wie Wind, denn es dreht sich. Und hiermit können wir das Ganze dann auch noch in den Wind richten, wenn er sich mal dreht. So, kleine Spielerei, habe ich mir gedacht, auf die Weise können wir uns hier selbst mit Strom versorgen. Wenn mal alle Stricke reißen, dann sitzen wir auf jeden Fall nicht auf dem Trockenen, sondern haben hier unseren eigenen Saft. Ist ja auch nicht schlecht. Das Ganze ist übrigens verbunden. Wenn ihr diesem Weg mal folgt,
mit dem oberen Elektromotor aus dem Danger-Raum. Die Dinger waren ja eigentlich nur zur Zierde da. Und jetzt können wir uns vorstellen, da oben sitzt ein Generator drin und der speist den Strom da hinten in die Elektro... naja, Batterien. Es sind zwar vom Spiel her eigentlich Elektromotoren, aber wir können uns ja vorstellen, dass da gigantische Akkus sitzen und naja. Ich meine, das Spiel braucht halt eine gewisse Fantasie, nicht wahr? Ist ja nichts Neues soweit. So, was ich euch jetzt noch nicht gezeigt habe, das ist die Garage. Die öffnen wir direkt mal. Und da drin haben wir nach wie vor unser gutes altes Cabrio. Na komm, geh auf hier. So. Damit fahren wir jetzt direkt mal raus. Denn das ist noch nicht umgefärbt und das will ich jetzt mal mit euch zusammen machen. So, fährt natürlich nach wie vor. Und ich würde sagen, das Dach würde ich am liebsten schwarz machen. Ich denke, das ist ganz naheliegend. Und ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt alles schneiden will oder ob ich euch da jetzt komplett mitnehme. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal gemeinsam an. Übrigens auch noch so eine Sache, ich bin gefragt worden von ein paar Leuten, könnt ihr jetzt auch mal nachsehen nach einer Anleitung zu diesem Verdeck. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bis ich jetzt nochmal rausgefunden habe, wie ich das hier alles gebaut habe, damit ich es euch erklären kann, das braucht sicherlich eine Weile, also ladet euch die Welt herunter. Schaut euch diese ganzen Sachen hier an. Das ganze Zeug ist verbunden mit dem dritten Controller hier innen drin, also mit dem da hinten. Hier ist der ganze Mechanismus. Und ich meine, im Groben kann ich es euch natürlich schon erklären. Das Ganze ist, wenn man es auf den Lift setzt, im geschlossenen Zustand gebaut. Das heißt, das Verdeck ist zu. Und das Erste, was dann natürlich passieren muss, ist dieses Bearing hier. Das muss sich nach oben klappen, damit die Heckscheibe weg ist. Zweiter Schritt, einen Slot weiter, klappt sich Bearing Nummer 6 nach hinten, um die Klappe zu öffnen. In den anderen Slots faltet sich dieses Bearing hier nach vorne. Dieses Bearing hier klappt sich ein Stückchen hoch, um hier 90 Grad zu diesem Arm hier zu bilden. Dieses Ding hier klappt sich nach unten, um auch 90 Grad zu bilden. Dann klappt sich der ganze Krempel nach hinten. Und zu guter Letzt geht die Klappe wieder zu. Und die krummen Zahlen, die ich da drin habe, warte mal, hier sieht man's. Wo sieht man's? Ja genau, hier diese minus 7 zum Beispiel, die hier stehen, oder hier die 29 Grad. Diese krummen Zahlen kommen einfach dadurch zustande, dass ich mir gedacht habe, wenn das ganze Zeug hier hinten im Verdeckkasten drin ist, dann will ich, dass da so ein kleines bisschen Abstand zwischen den einzelnen Platten bleibt, damit die nicht miteinander kollidieren und damit die Engine dann ein bisschen glücklicher mit ist. Das war der ganze Hintergrund. Abgesehen davon, denke ich mal, könnt ihr hier ganz gut nachvollziehen, was da eigentlich gemacht wurde, wenn ihr davor steht und dann wirklich sehen könnt, okay, an der und der Stelle macht Bearing Nummer 4 diese und jene Bewegung, dann kommt ihr hier raus, guckt euch an, was ist Bearing 4. Ich denke mal, ihr werdet damit schon klarkommen. Und ansonsten, ein neues Cabrio habe ich durchaus schon geplant, hatte ich auch mal gebaut, da hat allerdings die Engine dann letzten Endes ein bisschen gesponnen. Naja, war nicht schön, musste ich wieder komplett demontieren, leider. Gut, wir machen weiter. Ich glaube, ich hätte hier ganz gerne... Warte mal, ich glaube, ich nehme hier mal das etwas dunklere Grau. Ich bin noch nicht ganz sicher, in welcher Grundfarbe ich das Auto gerne hätte. Ich denke gerade tatsächlich über Rot nach, ehrlich gesagt. Sollen wir es rot machen? Ich glaube, wir machen es rot. Mal kurz gucken. Vielleicht das etwas hellere oder zumindest nicht ganz so dunkle, um es mal so zu sagen. Ja, ich denke, das könnte gehen, oder? Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Sieht natürlich aus wie unsere Ziegel da hinten, soweit so klar. Tja. Oder blau. Oder grün. Verdammt, die Möglichkeiten sind einfach mannigfaltig. Na, keine Ahnung. Wisst ihr was? Ich mache jetzt doch einen Schnitt. Ich mache mir Gedanken dazu, mache dann einen Schnitt und ihr seht dann, für welche Farbe ich mich entschieden habe. Bis gleich. Hallo da draußen, mein Name ist Zukunftskerge und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was soll das denn? Ja, mir hat es aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen die Aufnahme ein klein wenig zerschossen. Ich hatte ab dieser Stelle irgendwie nur noch so 1 bis 2 FPS in der Aufnahme bei 20 FPS bei mir auf dem Bildschirm. Keine Ahnung, was da los war, ich hoffe mal, dass es diesmal funktioniert. Wir fahren einfach mal in Richtung des Papageien. Ich habe hier inzwischen auch eine... kleine Änderung am Fahrzeug noch vorgenommen. Ihr seht da vorne rechts auf dem Kotflügel, das soll unsere Funkantenne sein, damit wir auch mobil immer schön erreichbar sind. Der Papagei ist da oben. Der Weg ist relativ einfach zu erreichen. Wir fahren da vorne. Ich habe gerade meine CPU-Auslastung im Auge.
Sieht noch brauchbar aus. Wir fahren hier rechts. Da vorne durch und folgen dann einfach dem Weg, bis wir irgendwann den Berg hochkommen. Das war gerade ein bisschen ungünstig. Komm, jetzt fahr zurück. So, und vorwärts. Komm schon. Los geht's. So, okay, den restlichen Weg erspare ich euch jetzt. Wir sehen uns dann gleich nach dem Schnitt wieder, wenn wir oben vor den Papageien stehen. Und hoffentlich funktioniert die Aufnahme dieses Mal. So, wir sind oben angekommen. Ihr seht jetzt auch schon den Schatten hier unten. Und ich hoffe wirklich, dass die Aufnahme dieses Mal funktioniert. Ich habe es gerade nochmal kontrolliert. Eigentlich müsste es dieses Mal hingehen. Und so schaut unser Papagei aus. Wir sehen, wir haben hier ein Solarpanel. Das ist da so ein bisschen im Schatten, aber im Laufe des Tages ändert sich das natürlich. Gut, ja, in Scrap Mechanic wandert die Sonne nicht. Ich weiß es selber. Aber nur mal angenommen. Ich meine, andererseits, wer weiß, was noch kommt. Nicht wahr? Kann es sein, dass die Sonne beim nächsten Update tatsächlich wandert oder irgendwie sowas. Man weiß es nicht. Ja. Das Solarpanel ist auf jeden Fall verbunden mit diesem kleinen Funkerhäuschen. Da drin haben wir auch ganz viel Equipment, zeige ich euch gleich. Und vom Häuschen aus läuft dieses Kabel hier zu diesem Turm. Der läuft nach oben und da oben haben wir verschiedene Antennen in verschiedenen Längen, die unser Haus unten empfangen können und die dann die Signale von hier oben aus in die ganze Welt hinausstrahlen. Auch da hinten zum Berg, da könnte man eigentlich auch noch einen Repeater aufstellen. Aber ganz ehrlich, wo soll das denn noch hinführen? So. Ein paar Dipolantennen sind auch noch dran. Hier drin sieht es eigentlich relativ spartanisch aus. Ganz viel Technik, ganz viele verschiedene Empfangsgeräte für verschiedene Frequenzen, damit man überall gleichzeitig reinlauschen kann. Eine einfache Arbeitsleuchte, da oben auch noch eine kleine Lampe. Verschiedene Controller, hier unten ist ein Tower-PC. Ein kleiner Sitz, zwei Mikrofone und ein paar Knöpfe. Also eigentlich alles, was man braucht, um sich hier ein paar Stunden hinzusetzen, alle Frequenzen durchzuforschen. Zu gucken, ob man vielleicht Kontakt mit irgendjemandem kriegt, der, keine Ahnung, auch überlebt hat oder irgendwie sowas. Und dann kann man nach getaner Arbeit wieder verschwinden, den Rechner seine Automatik tun lassen und weiter als Repeater arbeiten lassen und wieder nach Hause fahren. So, genau das machen wir jetzt auch, das mache ich jetzt auch gar nicht zum ersten Mal. Ich hoffe, die FPS stimmen einigermaßen. Ah ja, und was den Weg hier hoch angeht, von der Stelle, an der ich geschnitten habe, aus... Braucht ihr euch eigentlich die ganze Zeit nur noch links halten? Das ist relativ einfach von da aus. Na, nicht umschmeißen die Bude. So. Okay, ich fahre jetzt zurück zum Haus. Und wir sehen uns dann dort wieder. So, wir sind wieder da. Und zum Abschluss habe ich noch einen letzten Tipp für euch. Und zwar, wie ihr diese Bude denn im hochgeladenen Spielstand, wenn ihr den dann für euch runterladet, Download-Link wird in der Beschreibung sein, wie ihr die Bude findet, denn ihr werdet irgendwo da hinten in der Botanik spawnen, irgendwo ganz weit draußen, ohne eine Ahnung zu haben, wo ihr seid. Und ich selber weiß auch nicht, wo der Spawn in diesem speziellen Spielstand war. Das wird irgendwo da hinten am Arsch der Welt sein. Aber der Punkt ist, ihr könnt euch relativ leicht hierher orientieren. Den Tipp habe ich in den Kommentaren stehen gehabt von einem gewissen Stil, hieß der. Stil wie Stahl mit dreifach L. Der hat nämlich geschrieben, dass wir mit... slash debug, denn offensichtlich Unterstützerspiel slash Befehle, ein Overlay aktivieren können, indem wir sehen, die Schrift ist weiß, das heißt, ich ziehe das mal hier runter, dann seht ihr es besser. Ihr seht oben rechts Aim Direction, das ist die Ausrichtung, in die wir schauen, dann Audio Batches, Build und dann Character Position. Und genau das ist der Punkt, um den es geht. Da seht ihr ziemlich genaue Werte mit vielen Nachkommastellen, so genau brauchen wir es gar nicht. Ihr lauft einfach grob nach 500 auf der X-Achse und minus 250 auf der Y-Achse. Und der dritte Wert, die 0,7. Das ist einfach nur unsere Höhe, soweit also irrelevant. Seht einfach zu, dass ihr nach 500 minus 250 kommt. Dann findet ihr diese Bude hier. Das Overlay öffnet und schließt ihr mit slash debug. Danke für diesen Kommentar, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Und ja, ich wünsche denjenigen, die sich diesen Spielstand runterladen, auf jeden Fall viel Erfolg beim Suchen der Bude. Müsste jetzt recht einfach sein. Viel Spaß wünsche ich. Danke fürs Zuschauen. Ja, Däumchen und Abo würde ich mich natürlich drüber freuen, klar. Schreibt ruhig weiter fleißig Kommentare, wenn ihr noch weitere Ideen habt. Und ja, im Prinzip war es das. Also danke fürs Zuschauen. Ciao, euer Kerge. Und eine Sache noch, wo ich doch schon die ganze Zeit Namen erwähne. Boah, wie hieß der Account? Jetzt muss ich kurz überlegen. Lady Madeline, genau. Von Lady Madeline kam der Vorschlag, dass ich doch mal mehr Namen in Let's Plays vorlese. Dazu musste ich aber erstmal die ganzen
die ganzen Videokommentare aufrufen und mir die Namen rausschreiben, weil ich ein scheiß Namensgedächtnis hab. Deswegen, na gut, habe ich jetzt mal gemacht und ja, ich habe wahrscheinlich nicht alle erwischt, ich habe wahrscheinlich nicht alle genannt, einige Vorschläge haben sich auch gedoppelt. Aber ich halte es auf jeden Fall für eine gute Idee und ich werde da mal versuchen, so ein bisschen, weiter dran zu bleiben und weiterhin den ein oder anderen Namen mal rauszuschreiben, der mit besonders guten Kommentaren oder Vorschlägen halt heraussticht. Also gut in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Kerke.